Ich poste es einfach mal. Bei Socken fange ich so bei 60, 70 Dollar an. Da kannst du mir auch gerne sagen, wie du die am liebsten hättest. Jetzt muss ich abliefern. Es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Fetische. Besonders verbreitet ist die Vorliebe für getragene Unterwäsche und Socken. Zahlreiche Plattformen haben sich allein auf den Verkauf von getragener Wäsche spezialisiert. Und selbst ich habe schon mal auf Instagram Nachrichten bekommen, ob ich nicht meine alten getragenen Socken oder Schuhe verkaufen möchte. Habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ich habe mir gedacht, dass das ja eigentlich der einfachste Job der Welt ist. Ich meine, Socken oder Unterwäsche haben wir ja sowieso alle und die einfach an Menschen verkaufen, die darauf stehen, ist doch echt leicht verdientes Geld, oder? Deswegen will ich das Ganze mal ausprobieren. Ich will herausfinden, wie das Geschäft mit der getragenen Wäsche funktioniert, warum man sich sowas kauft und wie viel Geld man damit wirklich verdienen kann. Dazu mache ich das Selbstexperiment und versuche, meine eigenen getragenen Socken zu verkaufen. Bevor ich mit meinem Sockenbusiness starte, möchte ich euch noch kurz den Sponsor des heutigen Videos vorstellen und das ist Finanzguru. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe oft keinen richtigen Überblick über meine Finanzen. Also wie hoch sind meine Fixkosten jeden Monat, wie viel Geld gebe ich für Essen oder für irgendwelche Abos aus und wo kann ich vielleicht noch Geld sparen? Keine Ahnung. Vor ein paar Monaten bin ich auf Finanzguru gestoßen und habe mir die App sofort runtergeladen, weil durch Finanzguru bekommt man den perfekten Überblick über all seine Finanzen. Egal ob Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Krypto. Man kann alles mit Finanzguru verbinden und bekommt dann automatisch in der App alle Einnahmen und Ausgaben kategorisiert aufbereitet. So sieht man ganz genau, wofür man eigentlich sein Geld ausgibt. Außerdem kann man sich in der App selbst Budgets setzen, um seine Ausgaben zu kontrollieren und Geld zu sparen. Und man kann sich sogar seine Verträge anzeigen lassen und überflüssige Verträge über die App rechtssicher kündigen. Die App ist komplett kostenlos. Falls ihr eure Finanzen aber noch tiefer analysieren wollt, gibt es auch Finanzguru Plus. Da könnt ihr euch unter anderem euer frei verfügbares Einkommen anzeigen lassen oder smarte Budgetvorschläge. Über den Link in der Videobeschreibung und mit dem Code TOMATOLIX könnt ihr Finanzguru Plus einen Monat lang kostenlos testen. Also einfach die App runterladen, euer Konto verknüpfen, den Code TOMATOLIX eingeben und ihr bekommt einen vollen Überblick über all eure Finanzen. Ich verschaffe mir jetzt erstmal einen Überblick, wie und vor allem wo man überhaupt getragene Wäsche verkaufen kann. Also ich habe da ja gar keine Ahnung von. Deswegen ab ins Internet. Getragene Unterwäsche verkaufen. Was gibt's denn da alles? Featury. Alles rund um Füße. Jetzt kaufen. Jetzt verkaufen. Ah, okay, hier gibt es verschiedene Kategorien. Zum Beispiel Socken. Socken ist ja was ich mir auf jeden Fall gut vorstellen kann, Socken zu verkaufen. Sneaker Socken Sport, 17 Euro. Zwei Tage getragene Socken für nur 10 Euro. Die Sachen sind ja gar nicht so teuer. Oh, ich hatte gedacht, dass man da mehr Geld mit verdienen kann. Okay, was gibt's denn noch so? Okay, Slips. Aber auch die Slips, gar nicht so teuer, ne? Für 20 Euro. Weil ich meine, du kannst ja nur einen am Tag tragen. Das ist alles heute alleine hier inseriert worden. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so ein großes Business ist. Also ich bin ein bisschen überfordert. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt am besten anfange mit dem Experiment. Wenn ich selber was verkaufen möchte, muss ich ja eigentlich auch wissen, wie so ein Kauf genau abläuft. Lass uns erstmal einfach was bestellen. Lange getragene, stinkende und dreckige Socken deiner Wahl. Ich halte es einfach kurz und knapp. Hallo meine Liebe, ich habe großes Interesse an deinen stinkenden Socken, die du den ganzen Tag getragen hast. Dann schicke ich das mal ab. Ich habe jetzt Socken bestellt. Ich bin sehr gespannt, wann und was da genau ankommt. Bis meine Bestellung ankommt, habe ich mich jetzt noch so ein bisschen weiter mit dem ganzen Thema beschäftigt. Und ich habe gesehen, dass es auch auf Instagram super viele Accounts gibt, die Fußcontent posten. Und da gibt es auch Accounts von Männern, die Fotos von ihren Füßen in Socken oder Sneakern teilen. Und ich habe mir gedacht, dass das vielleicht eine ganz gute Plattform für mein Experiment und für mein Business ist. Weil ich glaube, auf Instagram geht man nicht so unter wie auf diesen ganzen anderen Plattformen vielleicht. Dann erstelle ich jetzt einfach mal einen neuen Instagram-Account. Ist erstmal die Frage, wie nenne ich den denn? Was ist denn mit Sockenboy? Sockenboy ist nicht mehr verfügbar. Sockenboy 93. Sockenboy 93 ist verfügbar. Der Account ist erstellt. Jetzt heißt es fleißig Fuß-Content produzieren, damit ich mir eine gute Community aufbauen kann, um dann hoffentlich Socken zu verkaufen. Bin sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Ist natürlich auch die Frage, welche Socken ich denn am besten nehme, um die zu verkaufen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass gerade so Tennissocken, so weiße, vielleicht ganz gut sind, weil ich glaube, darauf sieht man den Schmutz einfach am besten. Guck mal, ich trage meine Socken jetzt irgendwie ein paar Stunden und man sieht schon direkt, obwohl ich die nur im Haus getragen habe, dass die irgendwie ein bisschen schmutzig geworden sind. Ich habe auf jeden Fall auch noch so alte, ranzige Sneaker, die ich einfach
richtig lang getragen habe. Vielleicht kann so ein abgeranzter Schuh ja auch bei dem einen oder anderen ganz gut ankommen. Okay, lass uns mal anfangen und einfach ein paar Instagram-Fotos machen. Einfach mal mit so ein paar unterschiedlichen paar Socken. Einfach von oben. Ah ja, dass man so ein bisschen sieht, dass die getragen sind. So, dass mein Ach, Gesicht okay. verdecke. Also hier, dann können die Leute schon erahnen, wer das sein könnte. Ich kann ja direkt mal hier noch mal eine Instagram-Story machen. Das ist schon sexy. Schon hot, oder? Ich poste es einfach mal. Ich habe jetzt in meinen Instagram-Account geschrieben, dass ich die Socken verkaufe. Also hoffe ich mal, dass sich darüber vielleicht jemand meldet. Ich habe den Account ja gestern erstellt und der ist jetzt schon bei 76 Followern. Ich bin jetzt schon richtiger Socken-Influencer. Ich treffe mich jetzt mit Bonnie. Bonnie macht hauptberuflich Onlyfans und verkauft auch ihre getragene Wäsche. Und vielleicht hat sie ja noch so den ein oder anderen Tipp für mich und mein Socken-Business. Du bist hauptberuflich Onlyfans-Creator, richtig? Ja, also mit Onlyfans und mit der Plattform 4Base verdiene ich hauptsächlich mein Geld. Also ich mache hauptsächlich Erotik-Fotos, Erotik-Videos. Und ich bin ja jetzt hier vor allem, weil ich mich für das Thema getragene Wäsche verkaufen interessiere. Das bietest du auch an, richtig? Genau, jegliche Form getragener Wäsche, ob das jetzt Unterwäsche ist, ob das Kleider sind, ob das ganz normale Klamotten sind, Socken sind, Schuhe sind, eigentlich alles, was das Männerherz begehrt. Was ist so der Reiz daran, getragene Socken oder getragene Unterwäsche zu kaufen? Grundsätzlich würde ich immer sagen, dass man auch einen Bezug zu der Person haben muss. Also die Leute, die es bei mir kaufen, die sind nicht gerade zufällig auf mich gestoßen. Die verfolgen mich wahrscheinlich schon länger oder haben sich auf jeden Fall ein bisschen länger mit mir beschäftigt, finden mich attraktiv, interessant und wollen dann halt etwas von mir bei sich haben, was ich getragen habe. Also so, ich denke, dass die so eine Art Nähe aufbauen. Und der Geruch einer Person ist ja auch immer individuell und da kommt es ja den meisten dann auch tatsächlich drauf an. Wie viel nimmst du dann so für zum Beispiel Socken oder ein Höschen? Das kommt immer auf die Tragedauer an und was dann noch dazu gebucht wird, wenn dann noch ein Foto dazu kommt. Also bei Socken fange ich so bei 60, 70 Dollar an für ein paar Socken. Dann trage ich die so 2-3 Tage. Aber wenn die länger getragen werden sollen oder wenn die beim Sport getragen werden sollen, dann geht der Preis halt hoch. Das kann man quasi ins Unendliche steigern. Ich hatte ja schon erzählt, dass mir auch schon mal Leute geschrieben haben, ob sie von mir getragene Socken oder Schuhe kaufen könnten. Hier hat mir mal jemand geschrieben, hey, Felix, sorry, wenn ich dich anschreibe, aber ich fand deine Schuhe echt mega. Hast du Lust, deine Schuhe oder Socken, wenn du sie nicht mehr brauchst, an mich zu verkaufen? Ihm schreibe ich jetzt einfach mal, dass ich jetzt Socken und Schuhe zu verkaufen habe. Hier hat mir jemand geschrieben, wollte mal fragen, ob du mir eventuell getragene Socken und Schuhe von dir verkaufen würdest. Hab einen Fuß- und Schuhfetisch und finde deine echt gut. Dem schreibe ich jetzt einfach die gleiche Nachricht zurück. Abgeschickt. Aber ich möchte natürlich auch wissen, wie das Ganze auf den herkömmlichen Plattformen funktioniert, wo alle ihre Socken verkaufen. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal ein paar Socken hochladen. Dann schauen wir mal, was passiert. Aber ich habe gerade gesehen, das ist nicht kostenlos, da was zu inserieren, sondern es gibt verschiedene Preispakete. Das günstigste sind 6,99 € im Monat. Muss ich wohl erstmal investieren, bevor ich dann eventuell Geld damit verdienen kann. Der Artikel ist online. Also ich habe hier drei wunderschöne Bilder. Ich bin sehr gespannt, ob sich jetzt hier irgendwer bei mir meldet. Wir haben mittlerweile Abend und ich check jetzt mal, was meine Anzeigen so machen. Ah, krass. Meine Anzeige hat schon 14 Aufrufe. Ist jetzt nicht mega viel, aber immerhin. Und ich sehe gerade, ich habe 2 Nachrichten bekommen. Hi, welche Schuhgröße hast du? Bietest du auch eine persönliche Übergabe in Köln an? Habe ich einfach mal geschrieben. Ja, mache ich grundsätzlich. Und hier schreibt noch jemand, deine Anzeige hat mein Interesse geweckt. Ich bin interessiert an getragenen Socken von dir. Aber schon ganz geil, dass sich hier schon mal 2 Leute zurückgemeldet haben. Gucke ich noch mal bei der anderen Seite. Aber da habe ich noch nichts zurückbekommen. Ich habe Antworten bekommen auf meine Nachrichten. Der eine hat geschrieben, dass er gerade tatsächlich eher nach Leuten sucht, die Bock auf eine Fußmassage haben. Das
wäre jetzt ein anderes Selbstexperiment. Aber der andere hat geschrieben, hey Felix, danke für deine Nachricht. Was hast du denn am Start? Der hat auf jeden Fall noch Interesse. Das heißt, dem schicke ich jetzt einfach mal ein paar Fotos von den Sachen, die ich so am Start habe. Jo, ich dachte, ich schicke dir einfach mal ein Video. Also ich hätte zum Beispiel die hier. Das sind vegane Schuhe, habe ich lang getragen. Sie sehen schon ein bisschen abgeranzt aus. So weiße Sneaker. Vans, sind auch schon ein bisschen durchgelaufen. Also das wären so Schuhe, die ich gerade am Start habe. Oder natürlich auch Socken. Also ich habe trage vor allem viele Tennissocken. Da kannst du mir auch gerne sagen, wie du die am liebsten hättest. Sag einfach, was du cool findest und ja, vielleicht passt das ja für dich. Der Typ hat mir schon geantwortet. Er hat geschrieben, die mittleren wären ganz cool und Tennissocken wären ultra, können gerne einen Tag getragen sein, wenn das kein Problem ist. Ich glaube, ich habe meinen ersten Käufer. Jetzt muss ich natürlich überlegen, für wie viel verkaufe ich das Ganze denn? Also so, ich habe ja gesehen, so Socken werden so für 10 bis 30 Euro verkauft. Schuhe würde ich jetzt mal schätzen, ein bisschen teurer. Aber alles wird jetzt nicht so ultra teuer verkauft. Ich will den jetzt natürlich auch nicht abziehen. Andererseits ist das ja schon was Besonderes, ne? Von mir getragene Socken und Schuhe. Ich kann ja mal probieren, ob er 100 Euro bezahlen würde. Also 100 Euro für getragene Socken und getragene Schuhe. So Schuhe, die ich sonst wegschmeißen würde. Das wäre vielleicht schon ganz nice. Er hat mir geantwortet, dass das für ihn klar geht und dass, wenn ihm das gefällt, er sogar zum Dauerkunden wird. Ich hoffe jetzt wirklich, dass das alles funktioniert. Das wäre ja mega geil. Also, erste 100 Euro schon fast verdient. Was sollte ich denn am besten so beachten, wenn ich getragene Sachen verkaufen möchte? Also, hast du da irgendwelche Tipps für mich? Wir können ja einfach mal ein Beispiel Sockenpaar verkaufen. Mhm. Dann gehen wir kurz eins holen in meinem Schlafzimmer. Suche ich mir einfach eins aus der Wäsche raus. Das ist ein super Beispielpaar. Ja. Was sind so die beliebtesten Socken? Also ich habe jetzt schon den Eindruck, dass zum Beispiel so Tennissocken ganz gut ankommen. Weiße Socken, Tennissocken, die einen ästhetischen Fuß machen, eng anliegende. Das sind jetzt wahrscheinlich nicht die perfekten Paar, obwohl es auch Leute gibt, die auf so ganz süße Socken ganz besonders stehen. Also es gibt es auch. Zum Verpacken gehen wir aber wieder in die Küche, weil da habe ich mein ganzes Material dafür. Das Wichtigste. Okay. Beim Verkaufen ist nämlich der verschließbare Zippo-Beutel. Und damit der Geruch und all das auch enthalten bleibt, weil ich weiß nicht, wo die gelagert werden, müssen wir auf jeden Fall müssen die luftdicht verschlossen werden. Am besten vakuumverpackt. Wenn man jetzt nichts zur Verfügung hat, dann reicht es eigentlich auch, wenn man die wirklich glatt streicht, luftdicht verschließt, sodass wirklich keine Luft mehr drin ist. Weil ich tatsächlich auch schon die ein oder andere Rückmeldung habe, dass die meisten sich schon freuen, den Beutel nur aufzumachen und dann ja, daran zu riechen. Ja, genau, daran zu riechen. Und ja. Deswegen ist vakuumdicht am besten, also das wirklich das Beste, was man machen kann. Ja, danach packe ich das eigentlich immer in einen Briefumschlag. Mhm. Also ich versuche es wirklich so unauffällig wie möglich zu machen. Ich schreibe da auch dann nicht großartig viel drauf, weil ich einfach finde, das sollte dann die Mutter nicht auf die Idee kommen, wenn es jetzt jemand noch Junges kauft, das aufzumachen. Ich habe endlich Post bekommen und ich glaube, ich weiß, was hier drin ist. Und zwar das Paar getragene Socken, das ich bestellt habe. Und ich bin jetzt einfach mega gespannt, was hier genau drin ist, wie es verpackt ist, wie es aussieht, wie es riecht und so weiter. Deswegen packe ich das jetzt einfach mal direkt aus. Also hier sind einfach zwei Socken drin und die sind einfach separat eingeschweißt, einvakuumiert. Wie crazy ist das denn? Das sieht so ein bisschen aus, wie wenn man Drogen im Darknet bestellt, ne? Dann kommt das ja auch so einvakuumiert, habe ich gehört. Also das sind jetzt getragene, grüne, türkise Tennissocken. Okay. Weiß gar nicht, ob ich das anfassen will. Ich mach's einfach mal. Die Socke sieht äußerlich auf jeden Fall relativ sauber aus. Es ist so strange, da jetzt dann einfach so dran zu riechen. So an fremden Socken. Also ich rieche jetzt auf jeden Fall mehr Waschmittel als Fuß, muss ich zugeben. Also vielleicht kann ich so einen ganz leichten Fußgeruch erahnen. Aber ja doch, vielleicht so ein bisschen nach Fuß. Aber jetzt auch wirklich nicht besonders. Was macht man dann damit? Auf jeden Fall meine erste selbstbestellte getragene Socke. Also ich habe jetzt insgesamt 18 Euro bezahlt, also 13 Euro plus nochmal Versand. Dann geht es jetzt weiter mit meinem Sockenbusiness, würde ich sagen. Der Typ hat mir jetzt gerade tatsächlich die 100 Euro bei PayPal geschickt. Ey, richtig krass. Das erstaunt mich ein bisschen. Ich freue mich gerade so ultra.
Das heißt, jetzt muss ich abliefern. Ich werde jetzt das erste Paket packen und wegschicken. Also ich habe jetzt die letzten Tage die Schuhe und Socken schon nochmal sehr intensiv getragen. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Bis zur letzten Sekunde habe ich sie getragen. Einmal die bestellten Schuhe. Ja doch, riechen jetzt mittlerweile auf jeden Fall ein bisschen. Und natürlich auch die guten Socken. Sind sogar ein bisschen schmutzig. Ich war extra im Supermarkt und habe solche Gefrierbeutel geholt, damit die wirklich luftig verschlossen werden können. Schön hier rein. Und ich habe mir gedacht, damit hier wirklich keine Luft mehr drin ist, habe ich mir einen Staubsauger mitgenommen. Ist jetzt nicht einvakuumiert, aber fast, ne? Also da müsste sich der Geruch jetzt hoffentlich gut drin halten. Schuhe rein, die Socken dazu. Und ich habe gedacht, ich schreibe noch eine kleine Karte. Da freut sich derjenige vielleicht. Dann kann ich das verpacken. Fertig verpackt. Dann kann's ab zur Post. Erste Bestellung ist verschickt. Voll nervig. Mein Socken-Instagram-Account wurde gelöscht. Also keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht waren meine Sockenbilder zu sexy oder so. Auf jeden Fall hat Instagram den einfach gelöscht. Ich habe jetzt hier Einspruch eingelegt, aber komme da jetzt erstmal nicht mehr rein. Bisschen schade. Andererseits habe ich darüber bisher eh noch nichts verkauft bekommen. Aber vielleicht wäre da ja noch was gegangen. Mal gucken, ob ich den wieder zurückbekomme. Ey Leute, ich bin ein bisschen frustriert. Nicht nur mein Instagram-Account ist gesperrt, ich bekomme auch einfach kein weiteres Paar Socken verkauft. Also bei markt.de habe ich ja was hochgeladen und da haben mir mehrere Leute geschrieben, aber irgendwie passiert da nichts. Also ich habe das Gefühl, die chatten einfach nur die ganze Zeit mit mir und wollen weitere Fußbilder von mir haben, aber irgendwie kauft da keiner was. Ich habe da jetzt noch mehrere Anzeigen veröffentlicht. Ich habe mir jetzt auch noch mal einfach andere Profile auf anderen Webseiten angelegt. Aber irgendwie tut sich nichts. Ich packe extra jeden Abend direkt meine getragenen Socken in einen Gefrierbeutel, damit ich die sofort losschicken könnte, sollte jemand bestellen. Aber es bestellt einfach keiner. Also ich habe mir das wirklich einfacher vorgestellt. Mir hat gerade jemand Geld geschickt mit dem Betreff Socken. Das heißt, ich habe noch ein paar Socken verkauft. Ich hätte echt nicht mehr damit gerechnet, dass das noch funktioniert. Das heißt, ich schicke jetzt noch ein paar Socken raus. Der Typ hat mir noch geschrieben, dass er hofft, dass die Socken richtig stinken. Deswegen habe ich die gestern noch den ganzen Tag getragen und heute auch nochmal beim Sport. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie für ihn gut genug riechen. Jetzt verpacke ich die erstmal. Man sieht auf jeden Fall, dass sie ganz gut getragen wurden. Also sind auf jeden Fall schon ein bisschen schmutzig. Fertig verpackt. Die zweite Bestellung ist verschickt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr schon so für skurrile Jobs gemacht habt, um Geld zu verdienen. Bevor ich euch jetzt ganz genau zeige, wie viel ich insgesamt eingenommen und ausgegeben habe, spreche ich noch kurz darüber, was ich bei diesem Selbstexperiment gelernt habe. Im ersten Moment klingt das ja nach einer lustigen Idee, Geld verdienen ohne große Arbeit, aber in der Realität sieht das ein bisschen anders aus. Ich habe das Gefühl, es gibt einfach viel mehr Angebot als Nachfrage und da ist es anonym fast unmöglich, was zu verkaufen. Ich habe meine Socken bei echt vielen Seiten eingestellt und super viel Zeit damit verbracht, mit potenziellen Kunden zu schreiben. Aber im Endeffekt habe ich nur was an eine Person verkauft. Ein bisschen leichter ist es da bestimmt, wenn die Menschen einen schon kennen. Also wenn man wie Bonnie oder ich auf Social Media schon eine gewisse Reichweite hat und die Leute das dann einfach wegen einem kaufen. V2E behauptet, dass man bei denen im Durchschnitt 256 Euro im Monat verdient. Ich habe darüber keine einzige ernstzunehmende Anfrage bekommen und einfach nur die 6,99 Euro Gebühr bezahlt. Also liegt entweder daran, weil ich ein Mann bin und Männersocken einfach weniger gefragt sind oder deren Geschäftsmodell ist einfach, Leute anzulocken, die die Hoffnung haben, mit ihrer Wäsche das große Geld zu machen. Ansonsten hatte ich natürlich die Kosten für die Socken. Ich habe zwei Paar Socken verkauft, das sind insgesamt 5,20 Euro. Die Schuhe haben mal 89 Euro gekostet, aber das berechne ich jetzt mal nicht. Die Gefrierbeutel haben 1,49 Euro gekostet. Den Karton und den Briefumschlag hatte ich noch. Der Versand hat insgesamt 5,59 Euro gekostet. Das sind Kosten von 19,26 Euro. Eingenommen habe ich insgesamt 116,71 Euro. Also ein Gewinn vor Steuern von 97,44 Euro. Auf jeden Fall nicht schlecht, aber man muss ja auch die ganze Zeit bedenken. Deswegen, der Aufwand lohnt sich nicht unbedingt. Vielen Dank an Finanzguru für die Unterstützung bei diesem Video. Ladet euch die App gerne mal runter und denkt an den Code. Hier erzählt Bonnie, wie viel sie jeden Monat mit OnlyFans verdient im Interview auf meinem Zweitkanal. Checkt das gerne mal aus, abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal.